Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu diesem Video. Ich möchte mit diesem Video nochmal daran erinnern, dass die Inkala 2022 bis 2024 auslaufen. Das passiert mit dem Katalogwechsel, mit dem Jahreskatalogwechsel am 1. Mai. Spätestens, ansonsten sind die Produkte immer nur so lange vorrätig, wie der Vorrat eben reicht. Und sobald die Auslaufsliste bekannt gegeben wird aus dem Jahreskatalog, wird es wieder so sein, dass die einzelnen Farben wieder sehr schnell vergriffen sein werden. Wir reden hier von den In-Color-Farben Sommersorbet, Papageiengrün, Karibikblau, Nachtblau und Orchideenlila. Diese fünf Trendfarben waren das im Jahre 2022 bis 2024. Es gibt alle zwei Jahre neue fünf Farben. Das heißt, es ist immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden. Hier das Ganze, fünf Scheiden aus, fünf neue schöne Farben kommen rein. Aber wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, wer es jetzt während der Celebration nicht gemacht hat, denkt dran, euch einzudecken mit den Produkten rund um diese Farben. Das sind eben nicht nur die Stempelkissen. Ich blende euch noch mal kurz die Übersicht ein zu den Farbkollektionen. Wir haben ja fünf Farbkollektionen und unter anderem eben, wie gesagt, diese In-Color-Kollektion, die alle zwei Jahre wechselt, wo diese fünf Farben jetzt dabei sind. Und es ist wahrscheinlich, dass alles mit diesen Farben ausgemustert wird, also Stempelkissen, Nachfüller, Farbkarton, Designerpapiere, Bänder, Verzierungen und natürlich auch Kits. Und ich habe euch nochmal einfach eine kleine weitere Übersicht über die einzelnen Farbprodukte gemacht. Wir haben zum einen die Stampin' Write Marker. Hier habe ich sie in der Hand. Die fünf Stifte mit der dicken und dünnen Spitze, die man eben auch mit den entsprechenden Nachfülltinten, das sind ja die kleinen hier, auch hier befüllen kann. Also nicht nur die Stempelkissen, und die gibt es eben im Fünferpack gleich in 10% günstiger oder eben einzeln. Und nicht nur das ist es bei der Tinte, sondern natürlich auch unsere Alkoholmarker. Auch die gibt es in den fünf Farben. Und bitte wartet hier nicht so lange. Also ich rede hier von einem Zeitraum von Ende März, Anfang April, wo wir wissen, was hier das Sortiment verlassen wird. Und das ist definitiv immer was rausfällt. Deckt euch hier also bitte entsprechend noch mit dem Zeug ein, was ihr da unbedingt haben möchtet. Nicht, dass ihr nachher frustriert seid. Das habe ich hier euch im nächsten Schaukästchen, das ist jetzt etwas kleiner, aber weil es eben so viele Sachen sind, nochmal alles aufgelistet, was Farbkarton, Designerpapier und Verzierungen anbelangt. Wir haben das große 12x12 Farbkartonpaket. Dann haben wir ein Spezialpapier in den 5 Inkalern gehabt. Wir haben natürlich das A4 gemischte In-Color-Paket, das Designerpapier und dann natürlich jeweils die einzelsortierten A4-Farben. Dann haben wir verschiedene Designerpapiere. Also es kann vorkommen, dass mal eins übernommen wird, aber in der Regel fallen sie alle raus, weil ja generell die Designerpapiere fast immer alle rausfallen, weil es ja neue gibt. Zum einen das Fabelhaft Floral. Das ist ein Online-Exklusivartikel. Der ist also in keinem Katalog abgebildet, falls ihr den sucht. Dann haben wir das Meisterhafte Werke, auch das ist ein großes Papier, das Galaktische Welten, das sind zwei aus dem Jahreskatalog. Dann haben wir das Designerpapier Blühende Gärten, ein kleines Papier, da habe ich euch schon einen Kartenkurs dazu gemacht, wo wir vier Karten damit basteln. Da könnt ihr gerne auch mal nochmal mein Video, meinen YouTube-Kanal durchforsten, das ist auch ein Online-Exklusiv-Produkt. Das Designerpapier Honigsüß, auch damit haben wir gebastelt. Findet ihr also auch in meinem YouTube-Kanal aus dem Mini-Katalog ist das. Genauso wie das Designpapier Lavendelblüte. Da kommt noch ein Video, wo wir auch vier Karten basteln.
Dann gibt es ein holographisches Spezialpapier. Auch das wird wahrscheinlich rausfallen, weil da dieses Sommersorbet mit drin ist. Dann haben wir die 5 einzelnen Bänder in den 5 Farben. Dann die Perlen. Dann gab es ein Kombipack an Kordeln mit den Farben. Auch der wird uns zu 90% verlassen. Das Geschenkband in Sommersorbet wahrscheinlich eben auch. Dann haben wir den großen Block kariertes Papier, das war auch in den In-Color-Farben. Die selbstklebenden Herzen und Blüten aus dem Mini-Katalog, da ist eben auch dieses Sommersorbet dabei. Könnte also sein, auch dass das rausfällt. Und wir haben noch diese 4 Trinkbecher. Auch das findet ihr bei den, ich glaube, Online-Exklusivprodukten mit drin. Also wenn euch da noch was anspricht, dann zögert da jetzt wirklich nicht. Ihr habt jetzt noch ein paar Wochen Zeit, euch da ein bisschen euer Budget noch zurechtzulegen. Aber ansonsten, sobald die Auslaufliste eben bekannt ist, ist es meistens, wie gesagt, innerhalb von Stunden, dass sich diese Farben hier ausverkauft haben. Ich zeige euch gleich noch ein paar Projekte. Allerdings möchte ich jetzt zwischen Mai euch die Chance geben. Ich habe ein paar Gewinne für euch. Und zwar habe ich mir 3 Pakete gemacht, hier mit ein paar Farbkarton, wenn man das sehen kann, hier aus den In-Color eben, und dazu passend eben von den Bändern immer so Probierale, auch 3 Pakete, und die möchte ich verlosen an all diejenigen, die hier fleißig mitmachen. Und zwar bekommt ihr ein Los für einen Kommentar im Video und ihr bekommt 2 Lose, wenn ihr das Video teilt. Da brauche ich dann einfach auch nochmal eine Rückmeldung von euch, dass ihr es geteilt habt. Dann bekommt ihr, wie gesagt, 2 Lose. Und schreibt doch einfach mal gerne rein, welche der 5 Farben, die uns dann im Mai verlassen werden, hier eure Lieblingsfarbe war. Also ich muss ganz klar sagen, dass ich Sommersorbet und Nachtblau total toll fand. Mit den anderen habe ich jetzt nicht wirklich viel gemacht. Das seht ihr auch gleich. Aber wie gesagt, ich möchte euch noch so ein paar Projekte an die Hand geben, was wir eben so alles, was ich alles so gemacht habe mit den Farben. Fangen wir mal hier an. Hier habe ich einfach auch das komplette Sortiment quasi benutzt. Sagen wir so, B-Farbkarton mit dem Vögelchen hier. Ne? Ein altes Designerpapier, aber es ist ja egal. Vom Prinzip her ist es dasselbe. Dann habe ich da hier noch die 3D-Prägeform mit den Noten genommen, weil das hier eben schön dazu passt. Also das ist eben sehr monochrom gebastelt. Dann habe ich hier diese Herzenspostkarte mit den gewählten Konturen. Und hier ist eben auch diese In-Color-Kordel mit drin. Dann haben wir natürlich den Marienkäfer. Den gab es auch nur in Sommersorbet dieses Mal und nicht in Glutrot. Dann haben wir hier noch ein Osterhäschen. Auch das hier mit dem Rattangeflecht noch und dem schimmernden Band als Osterkarte und ja, das Osterkörbchen aus Designerpapier nochmal dazu. Da findet ihr nach wie vor das Video auch auf meinem YouTube-Kanal. Dann habe ich hier noch, das ist jetzt dieses Orchideenlila, das war hier schön passend mit Wassermelone. Hier auch wieder, also das hier ist Nachtblau und hinterlegt ist es mit Orchideenlila. Gestempelt ist es auch. Und die Kordel auch mit Orchideenlila. Dann haben wir von den Celebration Sachen noch die Wassermelonen, die ich alle mit, so rumgehört, alle mit Sommersorbet gebastelt habe. Also auch da. Es waren ja lauter so Funfold-Karten, Effektkarten. Findet ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die Anleitungen, wie man diese Karten hier bastelt, auf dem YouTube-Kanal hier. Das ist in der Playlist von der Celebration drin.
Dann kamen wir zu Papageiengrün. Da haben wir natürlich die Kirschen, was ich sehr schön fand, einfach weil es einfach so knallig war. Mit Sommersorbet und Papageiengrün. Da findet ihr auch dieses Bastelvideo mit 4 Karten noch auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist es jetzt wieder glutrot zum Vergleich. Ich finde, das ist einfach nicht so knallig wie das hier. Dann haben wir auch hier natürlich wieder das Vögelchen und den Apfel. Auch hier mit der Kordel. Ich fand, die war sehr schön zu benutzen. Mit dem Mais finde ich das immer leicht zu kombinieren. So, jetzt kommt Karibikblau. Da habe ich nicht so viel. Da habe ich einmal den Anhänger. Da habe ich auch 4 so Anhänger mit euch gebastelt. Einfach mal als Alternative. Und auch hier die Herzenspost einfach nochmal als monochrome Karte. Und dann kommen wir zu Orchideenlila. Das Vögelchen. Die Herzenspost. Und meine Teebeutelverpackung, auch das findet ihr noch auf meinem YouTube-Kanal, wie man das hier macht. Die war auch wegen des Designerpapiers in Orchideenlila. Und dann kommen wir noch zu Nachtblau. Da habe ich jetzt hier das Vögelchen. Das ist natürlich sehr dunkel. Die Herzenspost. Dann habe ich hier die mit dem weißen, da habe ich euch ein Anleitungstechnikvideo gemacht, erst vor kurzem mit dem weißen Aquarellstift, was man einfach mal benutzen kann, diese Technik, damit es mehr hermacht hier, wie man sehen kann. Und das ist eben mit diesem Nachtblau wunderschön. Und dann habe ich da noch eine Effektkarte für euch gehabt, das ist auch hier in Nachtblau. Das war das mit den Inkollern an sich. Dann habe ich gesagt, fällt raus das Designerpapier Blühende Gärten mit den 4 Karten. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal die 4 Karten, die wir da gemacht haben. Wie gesagt, das Video findet ihr auch auf dem Kanal. Das ist einmal diese hübsche Karte. Diese hübsche Karte. Ich finde dieses Papier einfach wunderschön. Diese hübsche Karte. Ich weiß gar nicht. Müsst mal immer abgestempelt Shop schauen, ob es da auch noch Materialpakete gibt. Diese schöne Karte. Dann könnt ihr das eben nachbasteln, wenn ihr das Stempelset habt und die Stanzen genauso wie es ist. Ansonsten habt ihr einfach eine Spielerei zu Hause. Und das Honigsüßpapier habe ich hier noch ein paar Karten. Auch die findet ihr zum Nachbasteln, wie gesagt, auf dem Kanal. Das Bienchen hier mit dem putzigen Herz. Dann haben wir hier noch die Honiggläser und hier ist auch überall dieses Sommersorbet-farbene Band dabei übrigens. Das ist alles Sommersorbet und auch hier mein Template. Also meine Vorlage für diese Effektkarte. Überall sind die Dimensionals Hintergrundteile. Ist es bei euch auch so, oder? Habe ich auch geteilt. Die Vorlage hier, um das ganz easy peasy nachzubasteln. Hier so eine schöne Akkordeonkarte. So eine schöne Gatefold-Karte. Scheunentor, doppelte Scheunentor-Karte. Wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Genau. Das waren meine Inspirationen rund um diese 5 Farben. Denkt dran, wie gesagt, euch da einzudecken. Wer Fragen hat, ist gerne willkommen, bei mir einfach mal eine E-Mail reinzustellen auf info@abgestempelt.net. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr einfach andere Sachen über mich bestellt und mich da einfach in meiner Tätigkeit als Demo unterstützt. Jo. Dran denken, das Video zu kommentieren und zu teilen, damit ihr hier die Chance habt, 3 Leute diese
Inkala-Pakete hier von mir geschenkt zu bekommen. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Für die, deine Christine.